Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 30.04.2019. Jo Leute. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, und hier ist auch gleich der Wechsel des Shops. Schauen wir mal, was passiert. Heute werden wir auch ein neues Voting mit reinnehmen. So, jetzt schauen wir mal auf der rechten Seite rein. Wir fangen an mit wahre Liebe. So, ein Kult-Emote. Richtig süß und knuffig und goldig. Wir spielen ihn nochmal ab. Oh, da zeigt er das Herzchen und stupst es auch schon wieder weg. Wahre Liebe, super cool, der Herr sofort hat sich das auch geholt. Für 200 V-Bucks ein echt nices Ding, um dem anderen zu zeigen, dass man ihn einfach gerne hat. So, oder Ding finde ich cool, kriegt von mir 9 oder sogar 10 von 10, weil ich es einfach mega kultig finde. True Love haben wir jetzt hier momentan. Das sind 3,93 von 5 bei 15 Votes am 11. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen, seitdem 10 mal 49 Reminders. True Love. So, dann haben wir den Grill-General oder den Grill-Sergeant. Den finde ich persönlich nicht wirklich so prickelnd, muss ich sagen. Der Grill-General ist jetzt nicht so der Oberknüller. Ich gebe dem Grill-General nur 4 von 10. Und gucken wir mal, was hat der Grill Sergeant aktuell für Noten. 3,8 von 5 bei 40 Votes. Wie sieht's unten in der Ecke momentan aus? Wir haben 850 Likes, ein paar Mähs und ein paar Hateds, aber momentan ist der Shop beliebt. So, die Nachteule. Oh, Night Owl. Eine relativ coole Picke, muss ich sagen. Und das Ding... Ja, der Teil hat eigentlich so 6 von 10, 7 von 10 kriegt Night Owl von mir. Wir gucken mal hier rein. Hier haben wir momentan, das war das Falsche, das da 4,06 von 5 bei 17 Votes. Am 3. Juni 2018 ist erstmal drin gewesen, seitdem 11 mal 15 Reminders. So, dann haben wir den Warthog. Ja, ein Standardgleiter mit Army Fleck. Finde ich persönlich nicht gerade sehr ansprechend. Das Ding kriegt von mir nur einen von 10. Und hat auch hier mega schlechte Noten bekommen. Ich klicke schon wieder das Falsche weg. 1,88 von 5 bei 8 Votes. Am 11. November 2017 bereits das erste Mal drin gewesen. Showstopper. Den Showstopper finde ich absolut kultig und dieser Song, dieser Sound wird mir wieder die nächsten Tage in meinen Hirnsynapsen stecken bleiben. Der Showstopper kriegt von mir persönlich 10 von 10. Das Ding ist einfach nur absolut crazy. Hier haben wir 4,14 von 5 bei 29 Votes am 17. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem für 500 V-Bucks der Showstopper. Die Traumblume, jawohl, back to the 60s, jawohl, Flower Power Zeit, ist mal wieder angesagt, da oben sind die Blümchen in den Haaren, die Federn in die Haare reingeflochten, das ist ein Traumfänger um den Hals, ein Peace-Zeichen da oben an der Weste, da unten die Maracas, ja, der Teil hier, die Schlaghose, sieht einfach nur scheiße aus. Die Traumblume kriegt von mir nur 4 von 10. Also, sorry, aber ich mag das nicht. Die Zeiten sind doch vorbei. Flower Power. Haben wir hier momentan 2,19 von 5 bei 27 Votes. Am 2. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem 45 Reminder. Wow. What? Alter, was war das denn? Mach das nochmal. Boah.
Holy shit, das Ding ist irgendwie... Alter Vater. Nochmal. Boah. Wie sieht das von hinten aus? Holy shit, man. Boah. What the fuck? Das Teil ist ja richtig crazy. Ganz klar, 10 von 10. Also die Milano, das ist ja Teil des Guardians of the Galaxy Sets. Das Ding ist ja richtiger crazy shit hier. Die Milano, müssen wir mal gucken, ob es da überhaupt schon was gibt. The Milano. Way. Da haben wir auch schon das erste Rating. Und das ist hier 5 von 5 bei einem Vote. Hammer. Ja, crazy. Warte, da muss ich nochmal reingucken. Alter. So, dann sind wir hier beim Tanzduell. Tanzduell für 500 V-Bucks. Nice, das Teil. 800, 8 von 10. Jo, gucken wir mal, ob es dazu schon irgendwelche Noten gibt. Auch da Wahnsinn, ey. Gucken wir mal hier rein. Hier haben wir 5 von 5 bei 3 Votes. Sensationell. Inzwischen sind wir bei 1692 Love It, 472 Meh und 766 Hate It. So, dann haben wir die Guardians X. Sieht auch irgendwie interessant aus, das Teil. Für 500 V-Bucks die Guardian X. Kriegt von mir. Die Guardian X kriegt von mir 7 von 10. Wir schauen mal, ob es da auch schon Noten für gibt. Heieiei, ich glaube, das ist momentan das beste Set, was wir jemals hier hatten. 5 von 5 bei einem Vote. Hammer. So. Dann sind wir hier beim Star-Lord Outfit. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Holy shit. Alter, ist das geil, der Star-Lord. Für 1500 V-Bucks. Mega geil. Richtig, richtig. Das ist Groot, Baby Groot hinten dran. Mega geiles Teil. Also Star-Lord. Crazy. Kriegt von mir 10 von 10. Star-Lord kriegt von mir 10 von 10. Das Ding sieht einfach nur cool aus, finde ich. Und hier gehen die Noten das erste Mal auseinander. Hier haben wir momentan 3,5 von 5 bei 4 Votes. Krass, 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 krass. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, könnt ihr mal oben in die Ecke reinschauen. Ich werde mit Sicherheit jetzt gleich noch das Video machen zu diesem Tanz-Emote. Wird dann hier oben bestimmt gleich verlinkt sein. Guckt mal oben rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet jetzt mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, was gibt's dann und tschüss.